Wer möchte Fahnenträger sein? Vjatcheslav Kharinov macht seinen Biker-Start klar. Ich? Meine Kamera. Für eine Woche werde ich selbst zum Biker. Für eine faszinierende Reise von Russland nach Deutschland. Für eine Reise in die Geschichte beider Länder. Los geht das Ganze hier, in der russischen Metropole Sankt Petersburg. Die Muttergotteskathedrale mitten in der Stadt. Im Gemeinderaum treffe ich den orthodoxen Priester Vjatcheslav Kharinov. Er hat eine Mission. Er sucht nach Spuren der im Zweiten Weltkrieg gefallenen russischen Soldaten. Diese Frau zum Beispiel vermisst ihren Großonkel. Seine Spuren verlieren sich in Deutschland. Ich werde konfrontiert mit Schicksalen, Dramen und Leid. Menschen vertrauen mir unglaubliche Kriegsgeschichten an. Sie hoffen, dass ich ihre Verwandten finde. Wenn ich in die Gesichter der Menschen schaue, spüre ich eine große Verantwortung, die auf mir lastet. Heute Morgen heißt es erstmal, Verantwortung zu übernehmen für 20 Mitstreiter, mit denen Priester Vjatcheslav nach Deutschland fährt. Die eine Hälfte Biker wie der Geistliche selbst, die andere Gemeindemitglieder. Männer und Frauen. Super gepackt, jetzt müssen wir das alles in Deutschland wiederfinden. Wir sind gut in der Zeit. Wenn wir um 10 starten, sind wir rechtzeitig an der finnischen Grenze. Trotzdem steckt diese lange Reise voller Überraschungen. Man weiß nie, was einen erwartet. Hoffentlich wird das Wetter gut. Ich war noch nie in Europa. Aufregend. Alles wird gut. Na, was denn los, Mütterchen? Wie lange sollen wir uns noch verabschieden? Wir sehen uns doch wieder. Die Biker starten pünktlich und unüberhörbar. До свидания, Sankt Petersburg. Vor uns liegen 300 Kilometer bis zur finnischen Grenze. Das Roadmovie beginnt. Vjatcheslav führt die Kolonne an. Nach rasanten 5 Stunden erreichen wir Helsinki. Alles läuft nach Plan. Das Wetter ist prächtig, die Stimmung an Bord ebenfalls. Die frische Ostseeluft tut allen gut. Auf der Fähre nach Deutschland haben wir mehr als 24 Stunden Zeit, um uns besser kennenzulernen. Wir sind Biker, sagt Wladimir. Aber wir wollten nicht einfach nur rumfahren, sondern etwas Sinnvolles tun. Unsere Opas fuhren auf Panzern nach Deutschland, wie auf Motorrädern, sagt Vadim. Naja, mein Opa war als Kind in Deutschland, in einem Konzentrationslager. Diese Reise widme ich ihm. Vjatcheslav und seine russischen Reisebegleiter sind gastfreundlich und laden mich zum Abendessen ein und auf ein Glas Hochprozentiges in ihre Kajüte. Jedes Schiff hat einen offiziellen und einen gemütlichen Speiseraum. Ich fürchte, wir haben hier die lustigste Kajüte auf der ganzen Fähre. Die Reise hat für viele einen sehr persönlichen Grund. Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg sind immer noch in fast jeder russischen Familie präsent. Ich bin ein Einzelkind, erzählt Vjatcheslav. Mein Vater war als junger Kerl im Krieg. Die schlimmste Erfahrung machte er nach einer deutschen Panzerattacke. Mein Vater wurde dabei schwer verletzt, aber er hat den Angriff überlebt, anders als seine Kameraden. Mein Vater musste über die leblosen Körper kriechen, die von deutschen Panzern zerquetscht wurden. Er wusste, dass seine Kameraden für immer dort bleiben werden, in Deutschland. Diese Erzählung des Vaters ist für mich ein Testament und Antrieb, seine Kameraden zu gedenken. Ihnen und Millionen anderen, die im Krieg gefallen sind, will ich sagen, wir haben euch nicht vergessen. Ankunft in Deutschland. 68 Jahre nach dem Krieg ein vollkommen anderes Land.
Die Tour führt uns nach Süden. Das Ziel der Biker sind Gedenkstätten, Massengräber, Soldatenfriedhöfe, Begegnungen mit Zeitzeugen. Die erste Station macht Priester Wjatscheslaw in Hamburg, in Ohlsdorf, auf einem großen Friedhof für Kriegsopfer. Habt ihr den Kranz da? Gehen wir. Ich bin erstaunt. Als erstes besuchen die Russen hier ein deutsches Mahnmal. Ein Massengrab für die Bürger von Hamburg, die im Feuersturm der Alliierten 1943 getötet wurden. Mehr als 30.000 deutsche Opfer. Diese Deutschen haben nicht den Krieg geführt. Die Deutschen in diesem Massengrab waren selbst Opfer. Sie waren nicht verantwortlich für die Kriegsverbrechen ihrer Luftwaffe und der Hitlerarmee. Sie waren einfache Menschen, die barbarisch umgebracht wurden. Als Christ darf man niemals Böses mit Bösem vergelten. Ich bin berührt von dieser Geste der Russen. Und vom Mahnmal selbst. Ein vergitterter Sandsteinblock mit einer Figurengruppe aus der griechischen Mythologie. Die Nacktheit der Figuren steht für die Hilflosigkeit der zivilen Opfer. Ein russisch-orthodoxes Totengebet und eine Fürbitte für die Verstorbenen gehen mir unter die Haut. Ich spüre eine aufrichtige Trauer russischer Christen über deutsche Kriegsopfer. Nach dem Gruppenfoto geht's weiter. Zu russischen Grabstätten. Hier verwandelt sich der Biker Wjatscheslaw wieder in den Priester. Auf dem russischen Teil des Friedhofs will er für ehemalige Kriegsgefangene, für Zwangsarbeiter beten. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царь и праведность кончавшийся, души родные спаси упокой. Fast 400 Sowjetbürger sind hier begraben. Die Stalin-Regierung hatte sie als Staatsverräter verunglimpft. Помилуй нас, Боже, по велице и милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ein Gebet für die, die doppelt leiden mussten, unter den Nazis und unter der Sowjetpropaganda. Hier auf diesem Friedhof dürfen wir nicht vergessen, dass es die Deutschen waren, die die Überreste unserer Soldaten behutsam hierher gebracht und hier bestattet haben. Dass es die Deutschen sind, die heute diese Gräber pflegen. Es ist gut, dass wir das tun, was unsere Landsleute vernachlässigt haben, unsere Diplomaten, unsere russische Regierung. Wir erfüllen eine ehrenvolle Mission, indem wir uns an Verstorbene und Gefallene erinnern, die unsere Heimat Russland leider vergessen hat. Die nächsten Tage verbringen wir wieder auf Landstraßen und Autobahnen, übernachten auf Campingplätzen und Zelten in freier Natur. Wir fahren durch Orte, in die einst die Rote Armee einmarschierte. Wir kommen in Flossenbürg an. Ein Ort in Bayern, dessen Name für eines der schlimmsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts steht. Für ein Konzentrationslager der Nazis. Wir besuchen das, was von der einstigen Menschenvernichtungsmaschine übrig geblieben ist. Den Todestrakt mit einer Baracke, die Wäscherei genannt wurde. Hier mussten sich die Häftlinge ausziehen, bevor sie nackt in den Tod geschickt wurden. In das benachbarte Krematorium.
85.000 unschuldige Menschen wurden hier inhaftiert. Die meisten von ihnen waren Polen und Russen. Die Erinnerung an die Opfer an solche Orte ist mir eine innere Verpflichtung. Meine Mitstreiter, die mit mir diese Gedenktour machen, tragen ihre Eindrücke weiter. Die Erinnerung an den Krieg darf nie verblassen, mahnt der Priester. Für meine Generation, die den Krieg nie erlebt hat, für mich und meine russischen Biker, ist es deswegen so wichtig, hierher zu kommen. An einen Ort, der einem wehtut. Ich bin traurig, sagt Wladimir. Ich denke an meinen Opa, der auch in ein KZ verschleppt wurde als Kind. Ich weiß nicht einmal, welches. Vielleicht war er sogar hier. Wie konnte man das ihm bloß antun? Zum Schluss singen die Russen noch ein Lied, bevor sie sich auf die Rückreise in ihre russische Heimat machen. Roll.